Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video zur Akropolis von Athen. Heute möchte ich euch etwas über den Parthenon erzählen, eines der bekanntesten und vielleicht interessantesten Gebäude des antiken Griechenlands. Ich möchte euch etwas zu seiner Entstehung, seiner Architektur und Kunst sowie über seine kulturellen und symbolischen Einflüsse auf die antiken Griechen erzählen. Also, lasst uns loslegen. Wie ich bereits erwähnte, ist das hier das zweite Video zur Akropolis von Athen. Wenn ihr einen generellen Überblick über die Gebäude, die auf der Akropolis standen und über seine Geschichte haben möchtet, dann könnt ihr oben auf das i klicken. Wie ihr bereits aus dem ersten Video wisst, gehörte auch der Bau des Parthenons zu einem umfangreichen Bauprojekt, welches in der sogenannten Blütezeit Athens in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus beschlossen wurde. Nach Strapazen und vielen Kämpfen konnten die beiden persischen Invasionen von 490 und 480 vor Christus abgewehrt werden, auch wenn die Perser 480 Athen eroberten und sämtliche Gebäude der Akropolis zerstörten. Mit der Gründung des Attisch-Delischen Seebundes unter der Hegemonie Athens und dem Beschluss des Kalias-Friedens stand die Stadt auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie stand für eine blühende Demokratie und zog Intellektuelle, Philosophen und Künstler aus der gesamten griechischen Welt an. Mit Unterstützung des Staatsmannes Perikles und unter der Leitung des Architekten Iktinos sowie des Bildhauers Philidas wurden schließlich der Parthenon in Auftrag gegeben, ein Tempel, welcher der Göttin Athena Parthenos geweiht werden sollte und das Selbstbewusstsein sowie den Ruhm der Stadt Athen und der griechischen Götterwelt symbolisieren sollte. In unserem Beispielvideo, welches zeigen soll, wie die Akropolis 431 vor Christus, also kurz vor Ausbruch des Peloponnesischen Krieges, ausgesehen haben könnte, ist der Parthenon zu sehen. Mit seinen 70 Metern Länge und 30 Metern Breite stellt der Parthenon das größte Gebäude der Akropolis dar. Doch um seinen Aufbau besser analysieren zu können, brauchen wir ein besseres Bild. Anhand dieser modernen Aufnahme des Parthenon lässt sich hervorragend der Aufbau bzw. die Struktur des Tempels erklären. Der Parthenon folgte der sogenannten dorischen Ordnung, einer der drei Säulenordnungen der griechischen Architektur. Die dorische Ordnung zeichnet sich durch robuste, einfache und kraftvolle Säulen aus. Im Parthenon wurden insgesamt 46 dorische Säulen verwendet. Beim Parthenon handelt es sich um einen pterypteralen Tempel. Das bedeutet, dass er von Säulenreihen auf allen vier Seiten umgeben ist. Die Säulen sind hier des Weiteren in zwei Reihen angeordnet. Eine äußere Reihe entlang der Peripherie des Gebäudes und eine innere Reihe, die das Naos umschloss. Auf dieser Grundrissabbildung ist hervorragend der Innenraum des Parthenons zu erkennen, welcher sich nun besser beschreiben lässt. Was zunächst auffällt, ist, dass der innere Säulenumgang lediglich auf der Ost- und Westseite aus sechs dorischen Säulen besteht. Der eigentliche Innenraum wurde aus festem Gemäuer errichtet. Die größere Ostkammer, hier Naos genannt, jedoch auch oft als Cella bezeichnet, ist somit die Hauptkammer des Tempels. Dreiseitig ist hier erneut ein innerer dorischer Säulenumgang errichtet, welcher das Zentrum des Tempels, die berühmte Statue der Athena Parthenos, beherbergte. Sie soll 11 Meter groß gewesen und aus Gold und Elfenbein von Phidias selbst erschaffen worden sein. Zur Abbildung hier ist zu sagen, dass diese Statue in Nashville, Tennessee steht, in einem Parthenon, welches dem aus Athen nachempfunden wurde. Die Westkammer, das Sekos, war kleiner und beinhaltete vier Säulen, vermutlich ionischer Ordnung. Die ursprüngliche Funktion dieser Kammer ist nicht nachzuvollziehen, jedoch wurde sie im 3. Jahrhundert vermutlich als Schatzkammer des Tempels genutzt. Neben der architektonischen Meisterleistung, welche der Tempel selbst darstellt, befanden sich auch allerlei Kunstwerke in und um den Tempel herum. Der Fries des Parthenons ist einer der herausragendsten Merkmale.
Es handelt sich um eine horizontal angeordnete Reihe von Reliefs, die den Tempel auf drei Seiten umlaufen. Der Fries zeigt mythologische Szenen, insbesondere die Prozession der Panathenäen, einer besonderen Athener Festlichkeit. Hier sehen wir einen Teil des Frieses, welcher sich momentan im British Museum befindet. Es zeigt den dritten Tag des Festes der Panathenäen, auf welchen die Prozession auf die Akropolis zieht. Neben dem Fries waren es vor allem die Metopen, die zwischen den Triglyphen platziert wurden und die weitere Reliefdarstellungen zeigten, vor allem mythologischer Natur. An der Südseite herrschte überwiegend die Schlacht zwischen den Lapiden und Zentauren vor, wie hier auf dieser Abbildung. An der Ostseite fand man den Kampf der Götter gegen die Giganten. An der Westseite hingegen der Kampf zwischen Griechen und Amazonen. Die Nordseite war nur noch fragmentiert erhalten, jedoch sieht man dort einige Szenen aus dem Trojanischen Krieg. Über allen Darstellungen thronten die Giebel des Parthenons, welche sich an Ost- und Westseite befanden. Die Skulpturengruppen zeigten zwei Szenen aus der griechischen Mythologie. Hier in unserem Beispiel sehen wir den Kampf der Athener und Poseidon um die Kontrolle über Attika. Hiermit wurde dem Gründungsmythos von Athen Genüge getan. Kommen wir nun zum letzten Punkt in diesem Video, in dem wir über die kulturellen und symbolischen Einflüsse sprechen wollen, die der Parthenon auf die antiken Griechen und vor allem natürlich die Athener hatte. Hierbei wird sich vieles wiederfinden, was bereits angerissen wurde. Die Athena Parthenos ist die Schutzgöttin von Athen. Und der Tempel war ihr geweiht, weshalb er ein Zentrum für religiöse Rituale und Feste darstellte. Allen voran nahmen die bereits erwähnten Panathenäen als bedeutendste Festspiele Athens eine besondere Rolle ein. Diese Festlichkeiten fanden alle 4 Jahre statt und beinhalteten Prozessionen, Opfergaben, Sportveranstaltungen und kulturelle Aktivitäten. Der Parthenon diente hierbei als Kulisse und als Ort für die Aufbewahrung des berühmten Panathenäischen Frieses. Darüber hinaus war der Parthenon ein Symbol für die Perfektion der griechischen Kunst und Architektur. Die präzise Ausführung der Säulen, Reliefs und Skulpturen spiegelten die ästhetischen Ideale der Zeit wider. Er repräsentierte die herausragende Rolle Athens als führende Stadt des antiken Griechenlands und symbolisierte den kulturellen Reichtum und die Errungenschaften der Athener. Das führt uns zu dem Punkt, dass der Tempel auch als politisches Statement diente. Er unterstrich die Bedeutung der Demokratie und der Partizipation der Bürger in der Politik. Der Parthenon-Tempel wurde auch als das Haus des Volkes bezeichnet. Zuletzt waren es die Kunstwerke des Parthenons, die Skulpturen, insbesondere aber die Reliefs des Frieses, die Metopen und die Giebelgruppen, welche von mythologischen Geschichten und Heldentaten erzählten. Sie dienten als Unterhaltung, vermittelten aber auch moralische Werte und dienten der Bildung und Erziehung der Bürger. Hiermit wären wir mit dem inhaltlichen Teil zum Parthenon bereits am Ende angekommen. Zum Schluss möchten wir euch noch ein paar Anregungen oder Vorschläge machen, die ihr in Bezug für euer Studium oder später im Schulunterricht anwenden könnt. Für euer Studium würde sich anbieten, sich die Baupolitik des Perikles näher anzusehen. Insbesondere ließe sich die Darstellung der Hegemonie Athens durch die Bauweise der Akropolis als Thema für eine Hausarbeit oder für weiterführende Forschungen fruchtbar machen. Für den Schulunterricht ließe sich zumindest im Kunstunterricht die antike Baukunst und Architektur am Beispiel des Parthenons erklären lassen. Dass der Parthenon heute noch existiert und moderne Aufnahmen für den Unterricht verwendet werden können, könnte ein motivierender Aspekt sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch nun antike Architektur besonders angetan hat, kann ich euch empfehlen, die Videos zur Trajansäule oder das zur Statue der Athena Parthenos anzuschauen. So oder so, ich wünsche euch ganz viel Spaß und auf Wiedersehen.